Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Pikachu. Wir haben letztes Mal endlich Relaxo entfernt und möchten jetzt eigentlich weitergehen auf der Route. Man weiß ja nie, was der nächste Fang sein wird, wenn man seine Angeln nicht ins Wasser wirft. Das ist genauso wie bei Lotto. Nur ist Lotto Glücksspiel und Angeln verbrechen einfach nur Zeit. Von dem her geht lieber angeln und macht kein Glücksspiel. Anglerfred. Ein Tentacher ist immer noch unser Bisaflor vorne. So viel ich im Kopf habe, ja. Das Mikrofon sollte jetzt ein bisschen besser tönen. Ich habe es wirklich geschafft, das Mikrofon komplett falsch aufgestellt zu haben. Ich habe es einfach vom alten PC genommen und gleich wieder hingestellt. Aber ich habe vergessen, dass der Schreibtisch andersrum steht. Heißt, dass ich das Mikrofon falsch herum hatte. Das ist der Grund, warum es so getönt hat, als wäre ich irgendwie 10 Meter weit vom Mikrofon entfernt. Und jetzt sehe ich sogar die Spikes endlich wieder. Jetzt gibt es auch Sinn. Aber ich habe es halt da nicht bemerkt, weil ich das erste Mal in Fullscreen gespielt habe. Was ich sonst nie mache. Dieser Floor erhält 240 Erfahrungspunkte. Level 35. Quatsch, Level 36 natürlich. Ich sollte aufpassen, was ich mache. So. Ich bin immer noch überrascht, wie einfach die ganze Transition war vom alten PC auf den neuen, was das Aufnehmen von Switch-Spielen anbelangt. Bei PC ist es irgendwie noch ein bisschen komplizierter. Ich wollte eigentlich ein paar VR-Videos machen, aber das einzige Mikrofon, das ich da habe, das funktioniert, ist das von der Vive, von der HTC Vive. Und ich sag mal, das ist miserabel. Der erste Angler ist aber schon besiegt und gibt es hier einen ernsthaften Checkpoint? Hoffentlich werden wir hier nicht geheilt. Mich so nicht mehr an das erinnern. Wer bin ich eigentlich? Verfixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Hier kann man wahrscheinlich die Attacken vergessen lassen. Nanüchen. Wow, das Wort. Weißt du etwa, wer ich bin? Du bist der Attackenverlierer, ja. Wer soll ich denn? Der Attackenverlierer? Meinst du wirklich? Das hält mir nämlich überhaupt gar nichts. Kann ich das Affe noch... Ach, warte mal, es braucht keinen Attackenverlerner mehr, oder? Mr. Zauben? Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik, meine Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimmt das. Zauberschein. Weil... Eben, es gibt ja gar keine VMs mehr von dem her. Das ist jetzt halt etwas, das man nur falsch macht, wenn, oder zumindest den ersten Dialog auswählt, wenn man die alten Spiele gespielt hat, weil man braucht ja gar keinen Attackenverlerner mehr, glaube ich. Weil man kann ja alle Attacken verlernen, weil es ja keine spezielle VMs mehr gibt. Sagen die Fangserien etwas? Ja, sie sagen mir das. Wenn man mehr Pokémon derselben Art in Folge fängt, erhöht sich die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen und vor allem erhöht sich auch die Shiny-Chance. Zerschneider. Ja, komm, das machen wir. Genau. Ich will nämlich das Item da hinten. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Daher kenne ich mich gut mit Pokémon aus dem Meer. Daher kenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ja, das ist blöder, weil mein Bisaflor ist vorne. Dann ist eher ein Boden-Pokémon vorne sein. Server. Oh, hoppla. Elektrik. Nice. Ich muss sagen, wir hauen trotzdem einfach mal drauf. Das sind nicht die richtige Typen-Kombo, ist mir klar. Aber es macht ja genug Schaden und vor allem heilt es uns. Von dem her ist es ja aber sowas von egal. Schau mal, du greifst auch immer zuerst an, ne? Ist eigentlich sogar besser, weil so kann ich mich immer heilen. Das passt gerade super. Und noch einmal. Nochmal Sternschauer. Wieder heile ich mich. Perfekt.
0 KP-Verlust. Dafür 3 AP halt, aber... Das soll mich zurzeit noch nicht stören. Ich kann jederzeit zurückgehen und meine Pokémon entweder heilen oder ein AP Plus geben. Sturmkreis unterbrochen. Mhm. Ein Wasserstein. Gefällt mir. Mein Evoli wird bald... Oh. Ja, meine Evolis werden bald zu Aquanas. Ich suche einen Mondstein. Hast du zufälligerweise einen dabei? Nein, da gibt's, den gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nur im Mondberg und da ist auch recht selten. Camper Laurens. Nidoran. Das ist Gift. Aber wir sind überlevelt, von dem her spielt es keine Rolle. Einfach fester drauf. Wir sind doch nicht überlevelt. Aber wieso hat er an Nidoran Level 35? Was? Level 36 entwickelt er sich doch. Nidoking. Ah. Das sollte doch schon Nidorino sein. Ach ne. Jetzt einfach nicht vergiften. Wäre noch nett. Nice. Mega sauber so bestimmt. Ja, oh shit. Ja, okay. Apropos AP-Probleme. Jetzt müssen wir das Pokémon wechseln. Wobei es kommt drauf an, was kommt. Ich kann leider nicht zur Musik mit singen, weil ich es eben auf dem PC spiele, nicht auf der Switch selber. Jetzt kommt das Nidorino. Ja, komm. Am Boden war da, glaube ich, okay. Das Audio ist ganz ein bisschen verzögert. Also wirklich minimal. Und irgendwie auch schon, also schon länger jetzt, ist es so, dass meine Aufnahme von meiner Stimme nicht 100% übereinstimmt mit der Aufnahme der Stimme vom Aufnahmeprogramm von der Switch. Also das von dem Elgato-Programm, das ich benutze. Ich verstehe nicht ganz, was das Problem ist, aber wenn man sie nebeneinander hält, sie fangen gleich an, aber sie hören anders auf. Und keine ist gleich lang. Ich verstehe es nicht und ich werde es auch nie verstehen. Die Bitraten sind genau gleich. Und eigentlich sollte das auch kein Problem sein. Vielleicht liegt es eben genau daran, dass ich zwei verschiedene aufnehme. Aber ich brauche einfach am Anfang des Videos etwas, mit dem ich irgendwie... mit dem ich das Ganze synchronisieren kann. Sonst habe ich eben ein Desync und das ist mega mühsam. Das Audio kann ich noch so knapp, ich kann es noch verschmerzen, wenn es ein paar Millisekunden zu spät ist. Aber, beziehungsweise ich schneide es dann halt schon richtig zum Video. Ne, ernsthaft jetzt? Oh. Ja, okay, aber ich passe ja auch nicht auf im Kampf. Ich drücke einfach was und rede die ganze Zeit. Es ist schon fast 9 Uhr abends. Von dem her... ich nehme jetzt immer nur noch am Abend auf, weil ich keine Zeit habe. Und es ist heute schon der zweite Hälfte. Und eigentlich, ich wollte ja vor Schwert und Schild mit dem Spiel durch sein, aber das wird nichts. Da hat Schule halt einfach leider Vorrang. Ich heile mal noch schnell unsere Pokémon. Haben wir hier noch ein Äther? Ja, gerne. Und zwar Megasauger. Wehe, wir sind jetzt gleich beim nächsten Pokémon Center. Nein, hier hat es noch einen Ast-Trainer. Und hier kann man sogar noch Pokémon fangen. Gibt es hier noch weitere Gegner? Ich weiß gar nicht. Nein, hier sind wir schon auf Route 13. Das heißt, wir hätten sogar wirklich eine Route geschafft. Aber ich denke, wir machen mal noch zuerst den Ast-Trainer. Dann schaue ich noch, ob da noch neue Pokémon auftauchen. Und dann wäre es auch schon fast wieder ein Part, wenn man zumindest die Länge anschaut. Ja, ich möchte gerne kämpfen. Helena. Ein Smetbo, nice. Ist ja ein Käfer-Pokémon. Ich
Ja, bevor du mich ein... Ah, Käfer gebrummt. Das tut weh. Käfer gebrummt ist eine coole Attacke und die ist ja recht neu eigentlich. Wobei sie, Snapro ist ja Käfer Psycho, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es wird übrigens sehr witzig mit Schwert und Schild, wenn so viele neue Pokémon hinzukommen, mit so vielen neuen Typen, dann bin ich einfach nur noch verwehrt. Das reicht ja nicht jetzt schon, oder? Zum Zeitpunkt von diesem Video sind schon die ersten Leaks vom Spiel raus, leider. Und ich habe schon auch schon die Entwicklungen der Starter gesehen, wenn das die richtigen sind, was ich vermute, weil scheinbar ist auch das... Wie bitte? Was? Ich wollte sagen, scheinbar ist das Guidebook irgendwie geleakt. Ah, Level 38 ist das Level, ja. Und da hat schon mal ein paar Bilder drin, was weniger geil ist. Und die sind halt jetzt leider schon bei den Leuten und werden weiterhin verteilt. Ich mach mal Ruckzuckshieb, wenn ich sicherlich zuerst angreife. Ha! So, und wenn es jetzt nicht schneller ist... Verdammt! Ba 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 ba. Wie? Was? Was zur Hölle? Ich hab nichts von dem erwartet. Jetzt bist du eh tot, aber ich hab nichts von dem erwartet. Alter. Alter, da nimmt mich fast ins Map auseinander. Traumfresser? Alter, geht's noch? Bevor ich hier wieder komplett ins Klo greife, würde ich sagen, na, ich wollte eigentlich das Pokémon wechseln. Dann mache ich es halt jetzt. Aufmerksamkeit ist nicht meine Stärke um diese Zeit. Es macht vielleicht auch das Let's Play witziger. Größte Fails ever. Und du hast immer noch einen Hut auf. Zauberschein. Hier wird mit Attacken herumgeworfen, die ich gefühlt noch nie gehört habe. Einfach sterben. Nein! Ha! Nix schlafen da. Okay, sonst hasse ich das Feature ja, aber jetzt. Rache ist Blutwurst. Oder wie ist es? Fängt an sich. Wow. Einfach weg mit dir. Au, das hat ziemlich ungeil gerade. Vor allem sind die Pokémon jetzt auch plötzlich mega stark geworden. Sie ist ja ein Astrain, aber trotzdem. Ich muss die anderen Pokémon noch leveln. Okay, wenigstens das. Was für ein Kampf. Hier ein kleines Dankeschön. Traumfresser. Okay, wenigstens bekommen wir Traumfresser. Das ist eine geile Attacke. Sie funktioniert bei schlafenden Gegnern und sie ist extrem stark. Ja, das haben wir gesehen. Come on. Nein, natürlich nicht. Wir haben auch keinen Geist-Pokémon. Zauberschein auch nicht. Oh, Knuddler, Mega-Sauger, bla bla bla. Okay. Also schauen wir mal noch, was es hier für Pokémon gibt. Vielleicht gibt es hier ja noch was Tolles. Man weiß ja nie. Also etwas Tolles. Keine Tabogas. Pikachu. Ah, hier ist er. Hier ist der Pokéball. Jetzt habe ich ihn gesehen. Krabby! Ich möchte einen Krabby. Ich mag Krabby. Sollte eigentlich reichen, so, oder? Wow! Hoppla! Ich kann's ja doch.
Nice. Wie der Pokéball schreit. Ah, okay. Wir müssen unbedingt unseren Vulcano leveln. Also abartig, wie niedrig der ist. Da war ja was. Cool, Taubos. Freue mich gerade richtig. Ich habe vorhin sogar noch darüber geredet, oder zumindest. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war oder nicht, aber ich habe es komplett vergessen schon wieder. Ja, das war zu schnell. Ah, okay, ja, den von Krabby können wir aber vorlesen. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Im Kampf brechen sie zwar manchmal ab, wachsen aber auch ganz schnell wieder nach. Ja, Krabby in die Krabby-Box. Dann gehe ich mal hier schnell aus der Schusszone und schaue noch schnell im Pokédex den unseren Taubos nach. Auf der Jagd nach Beute fliegt es mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 2. Seine mächtigen Klauen gelten als gefürchtete Waffe. Wie geht es auf Route 13 weiter? Da hat es direkt Kämpfe. Können wir da vorbei? Ja, hier können wir vorbei. Ach, das ist jetzt der Teil, genau. Vor dem möchte ich eigentlich noch gerne meine Pokémon heilen und ein paar Bänden. Von dem her würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Samuel out.